Hallo, schönen guten Morgen, Ruth. Ich freue mich total, dass wir heute im Gespräch wieder sind, muss ich ja sagen. Wir haben ja schon vor einiger Zeit gesprochen, da hast du mich interviewt und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass ich heute ein paar Fragen an dich stellen kann, warum du zum Thema Trauma und Kinder gekommen bist und was tust du überhaupt? Also, das ist tatsächlich etwas, was mich wahnsinnig interessiert. Vielleicht auch, weil es natürlich bei uns in der Praxis immer wieder mal auftaucht. Ja, Ja, ebenfalls. danke schön, Claudia, für die Einladung. Freut mich, dass ich mich revanchieren kann, sozusagen. Ja. Ja, genau, ich freue mich. Wir hatten ja eben das mit dem Technik, da war ich ja jetzt eben, das mit dem Live hat nicht geklappt. Wir machen das jetzt auf dem Weg. Alles gut. Ja, gut. Ich arbeite mit hochbegabten Eltern und ihren Kindern und Lehrern und du hast ein anderes Thema. Erzähl doch mal, was tust du und warum eigentlich? Stell dich mal vor, wer bist du? Ja, mein Name ist Ruth Hollederer. Ich bin Diplom-Ökotrophologin und Heilpraktikerin in eigener Praxis seit fast 10 Jahren. Und ich habe mich so altersmäßig, was meine Patienten angeht, rückwärts entwickelt. Ich habe mit Erwachsenen angefangen, habe festgestellt, dass was beim Erwachsenen die Probleme auslöst, zum Beispiel Ängste, Panikattacken oder Schlafstörungen zum Beispiel. Kommt oft, hat hier seine Ursache in der Kindheit. Und dann habe ich festgestellt, was den Fünfjährigen umtreibt, ist vielleicht schon die Geburtskomplikation mit Nabelschnur um Hals auf die Welt gekommen, ist vielleicht die Ursache. Und habe dann gesagt, okay, wie kann ich vielleicht schon dem Säugling helfen? Und ja, und so habe ich mich, was das Alter angeht, rückwärts entwickelt. Und heute bin ich spezialisierte Traumatherapeutin für Kinder. Ja, Wahnsinn. Hast du jetzt tatsächlich gesagt, dass du auch Säuglinge schon behandelst? Ja, tatsächlich behandle ich auch schon Säuglinge. Und zwar ganz oft läuft die Behandlung über die Eltern, also eine Elternberatung, sage ich mal. Und ich habe ein Verfahren gelernt, womit man tatsächlich direkt mit dem Säugling traumatherapeutisch arbeiten kann. Man braucht zwar die Bezugsperson, die muss dabei sein, aber die Arbeit erfolgt tatsächlich direkt mit dem Säugling. Und das ist einfach so was, liegt mir am Herzen, umso früher die Therapie einsetzt, umso geringer sind die Spätfolgen, ne? Und dann ist natürlich beim Säugling der früheste Zeitpunkt, wo man anfangen kann. Und wenn sie dann nicht mehr schreien und nicht mehr diese starken Verlustängste haben, sondern sich ablegen lassen, ganz gut trinken und einen normalen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, dann ist der Mutter und auch dem kleinen Wurm geholfen. Und das ist meine Motivation sozusagen. Und das macht dich glücklich. Ja, Jedenfalls sieht man das an genau, das deinem macht mich Gesicht. glücklich. Wenn du erzählst, dann Ja. hat man, glaube ich, drei glücklich gemacht, oder? Genau. Ist so deine Passion. Ja, das kommt richtig raus. Also ich finde, das hat fast was von Magie. Gibt's, also kannst du mal erklären, also wie funktioniert das? Legst du da die Hand auf? Oder also ich kann es überhaupt nicht vorstellen, weil ich bin ja auch Mutter von drei Kindern, hatte das, was du jetzt beschreibst, zum Glück nicht. Also war alles schön, was das betrifft. Aber erzähl mal. Ich kann es erklären. Also es ist heißt integrative bindungsorientierte Traumatherapie. Und bei Erwachsenen würde man das Trauma behandeln mit Augenbewegungen. Das heißt, ein Erwachsener folgt meinen Fingern mit den Augen. Das kann aber jetzt so ein kleines Würmchen nicht, ja, so ein Neugeborenes natürlich. Und da ist es halt so, da nutze ich so, es geht nur um rechts, links. Das heißt, ich tappe bei dem Kind oder bei dem Säugling einfach rechts, links, wo es mich hinlässt. Ja, sagen wir jetzt mal die Schultern oder die Arme oder auch die Füße könnte man nehmen, die Waden. Ist egal. Es geht nur um eine rechts-links Bewegung. So sieht man es besser, ne? Und gleichzeitig erzählt quasi die Mutter, was passiert ist. Oder die Bezugsperson. Meistens ist es einfach die Mutter. Da ist das passiert oder war das und so weiter. Und man merkt auch an den Kleinen schon, wenn der Puls steigt, dass das die Situation ist oder der Punkt, wo sie reagieren. Und das wird dann verstärkt bearbeitet und dann geht man weiter, so die ganze Geschichte. Und ja, und dann ist es wie bei Erwachsenen,
die den Fingern folgen würden. Und dieses Verfahren EMDR sagt manchen was, kommt ja aus, hat man entwickelt bei Kriegssoldaten, die aus Kriegsgebieten zurückkommen. Und also da schlimmste Traumen werden durch dieses Verfahren aufgelöst. Und es ist halt mit diesem Teppen angepasst ans Alter vom Kind. Mhm. Genau. Ja, es ist ja Wahnsinn, ne? Also weil, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also erstmal, was du für ein Leid dann von den Familien nimmst und präventiv nimmst, weil das, ja, das addiert sich ja eher in den Jahren. Das ist ja dann auch so das, was ich immer erlebe, dass da irgendwas mal war. Aber ja, das kann ich gar nicht rückverfolgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind dann dabei, was kann ich jetzt tun, wo sind die Stärken? Aber die brauchen ja gar nicht zu mir kommen, wenn du vorher da warst. Also das ist ja unglaublich. Also, ja, du hast ja das Thema Hochbegabte und die sind an sich ja jetzt mal nicht traumatisiert. Nö, also nicht genau. Deswegen, ne? Also manchmal es kommt ja tatsächlich auch vor. Ne? Also man darf auch beides haben sozusagen. Selbstverständlich. Ja, manchmal ist es halt, wenn sie merken, ich bin anders, dass sie dann gemobbt werden oder sich einfach nicht einfinden, das Gefühl entwickeln, ich bin nicht richtig. Weil was wir immer so landläufig ja als Trauma verstehen, sind ja so Naturkatastrophen, schwere menschliche Schicksale. Zum Beispiel sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, solche Sachen. Das ist das, was wir so als Trauma bezeichnen. Aber für Kinder ist ein Trauma was ganz anderes, letztendlich auch für uns Erwachsene. Aber für ein Kind ist Trauma alles, was irgendwie Stress verursacht. Ja, das kann natürlich diese Katastrophen sein, aber auch schon Umzug, Mobbing. Fast alle Amokläufer waren Mobbingopfer. Tod eines Haustieres oder auch der Verlust des Kuscheltieres kann für ein Kind traumatische Folgen haben, sagen wir mal so. Ja? Und da kann man schon einsteigen mit Therapie, weil wie reagieren denn viele Eltern? Ach komm, wir kaufen einen neuen Teddy. Nein, das ist nicht mehr der Teddy. Ja, oder man versucht so aus der Erwachsenensicht Sachen klein zu reden. Wenn ein Kind gemobbt wird, dann vergrößert man das Problem, indem man sagt, ja, beim nächsten Mal musst du so ja. Und so. Ja. Um gleich wieder zu zeigen, wie machtlos du eigentlich bist, weil derjenige ja, genau. Gerade das nicht kann. Und so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen Hochbegabten. Er merkt, er ist anders, er sucht einen Ansprechpartner und wird aber vom Lehrer oder was auch immer, ist ja nie bösartig gemeint, ja, aber einfach nicht, wo so das Gefühl entsteht, ich bin nicht richtig. Ja, das ist ja so das Thema, wo das sich ja auch bei mir sehr durchzieht, also bei mir im Sinne von meinen Klienten, dass sie das sehr viel erleben, wo wir versuchen, das auch abzumildern, indem sie eben zum Beispiel in Gruppen angeboten, wenn ich jetzt so an hochbegabte Jugendliche, die sich alle 2 Wochen inzwischen treffen, die auch immer sagen, oh, hier sind endlich mal normale Leute, also wo dann diese Passung ist, wo kein Mobbing ist, wo Verständnis ja. ist, wo ja manchmal wirklich crazy Ideen einfach gemeinschaftlich verfolgt werden, wo man sich normalerweise schon beim zweiten Satz ausgegrenzt hätte. Mhm. Also das ist schon ganz cool. Aber so ein bisschen so zurück zu dir. Was würdest du denn Eltern empfehlen? Also ich fand jetzt dieses Beispiel, ich glaube, das kennen wir ja alle, Kuscheltier verloren, ne? Also wir jetzt nicht mehr, aber bei den eigenen Kindern, ja. Wie hart das ist oder gestorbenes Haustier, was du gesagt hast, also das ist tatsächlich auch hier immer mal Thema gewesen, Meerschweinchen, ja, die haben ja nur eine gewisse Lebensdauer halt, die verlassen einen ja nach ein paar Jahren auch nur natürlicherweise, aber du hast ja jetzt gesagt, es wäre halt nicht gut sozusagen, naja, hier, guck mal, da ist das Nächste und lass mal. Und das eigentlich klein geredet, so habe ich dich verstanden. Was würdest du den Eltern sagen, was sollen sie stattdessen tun? Also ich finde, ganz wichtig ist immer ernst nehmen, ja, das Problem ernst nehmen. Und es ist, sich reinzuversetzen, wie denkt denn vielleicht ein 3-Jähriger, wie denkt ein 5-Jähriger, wie denkt ein 7-Jähriger? Die sind ja noch sehr in der Entwicklung und sie sind keine großen Erwachsenen. Und deswegen altersgerecht nichts verniedlichen, jetzt auch nicht dramatisieren oder mit Fachbegriffen überfordern, das wäre auch falsch, aber altersgerecht realistisch erklären.
Und Kinder, gerade Tod zum Beispiel, ja, Kinder können relativ einfach mit Tod umgehen. Sie realisieren erst so ab der dritten Klasse ungefähr, dass das bedeutet, jemand kommt nie wieder. Davor ist es, ja, ja, es ist schon traurig. Und das ist ja auch, Kinder können umschalten zwischen, ich bin todtraurig, weil die Oma gestorben ist, aber jetzt spiele ich weiter. Ja, und das ist was. Und da, ja, wenn wir jetzt schon dieses Thema Tod und Sterben haben, ist es nicht gut zu sagen, die Oma ist eingeschlafen. Weil ein Kind automatisch sagt, oh, wenn ich einschlafe, dann werde ich vielleicht morgen früh nicht mehr wach. Ja. Ja. Stimmt, das ist eine wichtige Verknüpfung. Und wenn ich da an unsere Hochbegabten denke, das braucht man nur einem Dreijährigen einmal gesagt haben, der weiß das mit 10 noch. Und also gerade wenn das emotional aufgeladen war, dann ist der, verstärkt sich das auch nochmal mit den Erinnerungen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber wir haben... Ne, Meerschweinchen, Katzen verloren in der Zeit. Wir haben immer so ein Ritual gemacht, vielleicht mal so aus dem Liebkästchen geplaudert. Wir haben immer so eine Begräbniszeremonie eigentlich gemacht. Wir haben selber ausgebuddelt und reingelegt in einem Tuch natürlich und nicht einfach rupp rein. Ja. Haben auch immer noch mal ein paar Worte gesagt, was wir jetzt schön fanden an dem Tier oder was uns gefallen hat, was wir vermissen. War immer sehr traurig, aber wir hatten dann immer so das Gefühl, das Tier hatte dann so einen Ort mit einer Pflanze natürlich. Ne, es war so Standard, dieses Ritual. Uns hat das geholfen. Meinst du, dass so Rituale wichtig sind, auch für Kinder sozusagen, so ein Prozess? Ich meine, bei einem Kuscheltier, was verloren geht, geht das natürlich nicht. Aber bei so Lebewesen kann man das ja irgendwie organisieren. Ne? Ja, absolut. Also immer ein Abschiedsritual. Gucken, okay, wie liegt es da drin? Ja, es atmet nicht mehr. Es fühlt sich kalt an. Mhm. Ne? Und so, das kann man Kindern schon vermitteln. Ja, okay. Und es ist auch gut, es zu vermitteln. Nicht fernhalten und ja. Genau, und beim verlorenen Kuscheltier. Ja, sag mal. Einfach sagen, ja. Scheiße. Ja. Darf jetzt traurig sein, dein Teddy, es wird keinen zweiten mehr geben, der genauso war, und den auch einfach mal betrauern. Mhm. Ja. Das wird sich ja nicht Wochen, Monate hinziehen. Eigentlich sagst du ja, wir müssen den Kindern beibringen, anzunehmen, dass man auch mal traurig sein darf, oder? Darf traurig sein, man darf auch mal wütend sein. Ja, Behandlungsbedarf ist immer dann, wenn es zu viel wird. Wenn die Kinder anfangen, selbst drunter zu leiden, jetzt unter ihren ständigen Wutanfällen. Ja? Mhm. Wenn die Lehrer anrufen und sagen, ne, es ist zu viel. Ja, dann ist nicht die Wut verkehrt, sondern dann sollte das Kind lernen, wie kann ich jetzt damit umgehen. Mhm. Und was ganz furchtbar ist für Kinder, und das wissen auch wir Erwachsenen, ist Ausgrenzen ist immer blöd. Wenn keiner mehr mit mir spielen will, weil ich immer so überschlau bin, weil ich immer so wütend bin, weil ich so hippelig bin, weil ich ein Arschlochkind bin. Ja, das ist... Ja. 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 Die Angst vor Ablehnung, ich glaube, die kennen die meisten Erwachsenen. Das ist nämlich die Angst, die uns hindert, vor großen Menschenmengen eine Rede zu halten. Das ist für viele ganz schaurig und es kommt aus der Kindheit, meistens. Ja, das stimmt. Und ich denke, während du das sagst, so mir geht es so, dass ich so auch so rückerinnere. Und ja, natürlich. Aber tatsächlich ist es ja, ne, so, ich war auch sehr schüchtern, wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin. Es kann sich ändern. Und das ist ja einfach das Gute, was man auch wirklich eben mitgeben kann, dass man ja sein Kind oder auch Erwachsene eben an diesen Zustand etwas ändern können. Ne? Aber wenn ich jetzt, du hast jetzt so ein bisschen was über Kinder erzählt, bleiben wir doch einfach nochmal bei dir. Wenn ich jetzt als Erwachsene zu dir käme und sage, ich möchte jetzt endlich mal mich trauen, ein Video aufzunehmen oder einen Vortrag vor 200 Leuten zu halten und ich habe da irgendwas aus der Kindheit mitgebracht, kannst du mir dann auch noch helfen oder würdest du mir auch noch helfen können? Ja, kann ich, weil ich habe ja mit der Therapie von Erwachsenen angefangen und mich von da aus rückwärts entwickelt.
Ich kann auch da noch helfen, auch mit Traumatherapie-Methoden. Und da muss ich ehrlich sagen, mein liebstes Vorgehen mit Erwachsenen ist tatsächlich die Hypnose, weil es einfach schnell und nachhaltig ist, weil ich da meistens nur so 2 bis 4 Sitzungen brauche. Mhm. Ja. Und das mag ich einfach, ja, schnell helfen zu können. Ja. Was schon notfallmäßig. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das eint uns, ne? So, ich habe auch viele, die immer sagen, ja, wieso kommen deine Klienten nur ein paar Mal? Ja, weil ich will, dass sie halt schnell wieder ihr Leben alleine. Ich bin noch nicht die Dauerkrücke. Also die schaffen das ja auch. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Ja. Würdest du auch sagen, so vielleicht nochmal interessehalber so von mir, ich habe viele Klienten, wo ich das Gefühl habe, Angst, Sorgen, vielleicht auch traumatische Erfahrungen der Eltern wirken sich auch auf die Kinder auf, die das so mittragen irgendwie, die Ängste übernehmen, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn die Eltern nicht mehr da sind, sind es ganz andere Kinder, also diese, ja, fast wie so ein Rucksack, der so mitgegeben wird. Ist das auch eine Erfahrung von dir und gibt es da eine Intervention, wo du sagst, da kannst du auch etwas tun oder was tust du, wenn du es kannst? Also das gibt es unbedingt, ja, ganz. Die Eltern sind ja am Anfang die Personen, mit denen die Kinder aufwachsen meistens und von denen schauen die ab, weil sie lernen ja von Abschauen. Sie lernen auch vom Abschauen, ach, so schaut jemand, wenn er fröhlich ist, so schaut jemand, wenn er sich ärgert. Ja, das lernen die ja vom Abgucken. Und so gucken sie sich natürlich auch Verhalten ab. Ganz klar. Und Kinder bis zur Pubertät sozusagen stellen ihre Eltern ja nicht in Frage. Alles, was die sagen und andere Autoritätspersonen, manchmal die Großeltern, manchmal Lehrer oder was sie noch beigebracht kriegen, Ärzte zum Beispiel, alles, was die machen, ist richtig. Mhm. Ja, und so schauen sie ab. Und noch dazu wollen Kinder immer ihren Eltern gefallen. Und sie tun alles dafür, dass die Eltern zufrieden mit ihnen sind. Ja, so sage ich es jetzt mal. Ja. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter depressiv ist und dann bekommt das Kind das Gefühl, oh, meiner Mutter geht es schlecht wegen mir. Und das ist nämlich die nächste Eigenart von Kindern, sie beziehen es immer auf sich. Also tun sie alles, damit die Mama lacht und glücklich ist. Jetzt geht es bei Depression aber nicht so einfach. Ja? Nee, das ist wohl wahr. Genau. Und dann arbeiten die sich ab sozusagen. Und es bleibt aber, ich bin schuld, dass meiner Mama schlecht geht. Mhm. Ja. Dann habe ich ganz ja oft hat man dann natürlich aus dem Kind wird oft ein depressiver Erwachsener, weil er gelernt hat, so ist das Verhalten richtig. Und den Gewinn habe ich ja auch daraus. Ja. Ja, das ist dann ja, wollte ich gerade sagen, aber jetzt hast du es selber auch gesagt, so die Geburtsstunde eines nächsten depressiven Erwachsenen dann. Ne? Letztlich. Ja, aber könntest du denen dann auch tatsächlich da raushelfen? Also gerade Depressivität ist ja ein großes Thema, also häufig auch bei meinen Klienten, muss ich tatsächlich sagen. Das ist häufig auch eins der Themen. Bei Depressionen muss man wirklich schauen, welches Ausmaß hat die Depression. Und manchmal ist auch eine medikamentöse Unterstützung notwendig, um den Patienten überhaupt therapiefähig zu machen, sage ich jetzt mal. Aber ganz oft ist gerade die Depression in meiner Welt, aus meiner Erfahrung, einfach so ein Preis für brav sein. Und das bestätigen mir auch viele depressive Patienten. Okay. Ja, es war immer alles harmonisch. Ich war ein ganz unkompliziertes Kind und so weiter. Das ist oft wirklich der Preis. Eigene Bedürfnisse nicht mehr spüren, erlernte Hilflosigkeit und diese Dinge. Ja. Neben den Stoffwechselursachen und so. Ja, gut. Also kommt es noch
dazu. Wenn man das natürlich dann beides hat, dann hat man ja kaum noch eine Chance. Ne? Ja. Also das ist auch so meine Beobachtung hier, was ich so habe. Mhm. Ja, interessant. Aber Ruth, eine Sache muss ich unbedingt noch fragen. Es ist ja, ich finde, Trauma ist so ein schweres Thema. Ne? So, ich frage schon immer, wie bist du auf Hochbegabung gekommen? Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber Trauma ist jetzt ja so ein, also so ein Thema. Ich finde, wenn jemand das Wort schon hört, dann fühle ich mich schon so ein bisschen runtergedrückt und so ein bisschen, ich mag es kaum sagen. Also es ist ja so ein tabuisiertes Thema vielleicht sogar. Das ist ja irgendwas Dunkles aus der Vergangenheit. Wie bist du drauf gekommen zu sagen, das ist aber mein Thema, damit gehe ich raus, also hier öffentlich in die Welt und ich helfe Menschen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, zu mir kommen wirklich die Erwachsenen, weil ich ja Ernährungswissenschaftlerin bin, habe ich ganz in meiner Praxis bei den Erwachsenen ganz viel Gewichtsgeschichten. Meistens ist es Übergewicht oder Essstörungen wie Bulimie oder Fressattacken. Daraus resultiert dann das Übergewicht oder auch Ängste und Panikattacken sind so schwer und Schlafstörungen. So die Schwerpunkte bei den Erwachsenen. Und ich habe halt einfach festgestellt, dass es ganz oft aus einer traumatischen Erfahrung kommt. Man muss aber sagen, in den wenigsten Fällen jetzt wirklich dieses Trauma, ich wurde vergewaltigt und deswegen muss ich jetzt hässlich sein für Männer. Ja? Sondern oft auch so kleine Dinge. Und da ist immer wieder, warum ich mich zurückentwickelt habe. Eine Patientin hatte ich immer, der ist da Schnuller aus dem Mund gefallen. Im Kinderwagen. Mein Gott, ist wahrscheinlich wirklich jedem Kind passiert. Es war keiner da, der ihn wieder reingesteckt hat. Das an sich war es noch nicht nur, wir sind so gepolt, wir sammeln dann immer die Erfahrungen, die unsere bisherigen Erfahrungen bestätigen. Wenn ich von jemandem denke, der ist doof, dann sammle ich alles, was bestätigt, der Mensch ist doof. Mhm. Ja? Und so ist es der auch gegangen. Dann hat sie einen Bruder gehabt, der war älter, der hat immer ihr Osternest vor ihr weggegessen, die Süßigkeiten immer ihr weggenommen, an Weihnachten und so weiter. Ja. Yeah. Und so kam im Laufe der Zeit bei ihr, ich muss immer alles kaufen, was neu auf den Markt kommt, was man essen kann. Jetzt hat die auch noch im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet. Wow. Und das war unüberschaubar, ja, was sie immer kaufen musste. Da den neuen Joghurt, da das neue das, da das und so weiter. Und wirklich der Ursprung war dieses Schnuller aus dem Mund fallen. Mit den Erfahrungen, die dann im Laufe eines Lebens von 40 Jahren immer wieder bestätigen. Mhm. Ja. Ja. So. Und das war jetzt gar nicht die traumatische Erfahrung, nur für den Säugling schon. Ja. Also das kennt man ja von Schnullerkindern, die auch wirklich herzzerreißend weinen, wenn sie das verlieren. Ja, aber dann war das ja so für dich auch so ein Punkt, wo du sagst, nee, das gehört jetzt auch einfach reguliert. Ich muss anders ansetzen. Genau. Ja. Nicht mit ist doch das nicht oder ist davon mehr. Ja. Ja. Interessant. Ich bin so wahnsinnig glücklich, dass wir dieses Gespräch führen oder jetzt geführt haben, dass du mir das alles erzählt hast. Ich nehme ganz viel für mich mit. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir das aufnehmen können und ich es bei YouTube auch nachhaltig für alle anderen hochladen kann. Du natürlich auch, aber das sind wirklich wichtige Punkte, weil ich glaube, du hast jetzt ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch erklärt, was könnt ihr tatsächlich tun, damit sich so eine Traumaentwicklung ja auch nicht abzeichnet. Denn das, was du so sagst, ist ja, es gibt so eine Schlüsselsituation, die vielleicht erstmal nicht schlimm ist, aber es addiert sich dann auf. Also es zieht es ja so an wie ein Magnet. Ne? So ähnliche genau. Situationen suche ich mir überall raus, die werde ich überall finden. Aber ich würde auch überall Gute finden, wenn ich danach permanent suche. Also das ist immer so, ich habe so ein Bild für meine Klienten. Aber ich finde es gut, dass wir das jetzt einfach mal so ganz klar gesagt haben. Es ist ja so eine Message, wo alle Eltern oder vielleicht auch die mit Erziehung zu tun haben, wirklich die Möglichkeit haben, was zu beeinflussen. Mhm. Also genau. Genau. Gibt es etwas, wo du sagst, hey, wir machen jetzt nicht Schluss, ich muss noch unbedingt was loswerden? Was ich gerne noch loswerden möchte, ist, dass ich immer umso besser helfen kann, umso größer der emotionale Anteil eines Problems ist. Mhm. Jedes Problem hat immer auch einen emotionalen Anteil. Umso größer der allerdings ist, umso besser
kann ich helfen und das in jedem Alter. Und es lohnt sich einfach, dahin zu schauen. Man muss nicht mit seiner Depression alt werden oder auch seinen Ängsten und seinen Panikattacken zum Beispiel oder seinen Essstörungen. Es gibt meistens Hilfe. Mensch, liebe Ruth, jetzt bist du bei mir nicht um die Ecke. Ne? Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ehrlich, ich habe da was, arbeitest du auch online oder muss ich zu dir in die Praxis fahren? Und das muss man vorher abchecken. Das würde man dann aber in so einem Zoom-Meeting, wie wir es jetzt führen, abchecken, ob Online-Arbeiten möglich ist oder ob es tatsächlich so wäre, dass man besser persönlich arbeitet. Aber es gibt ja auch Menschen wie mich, auch in deiner Umgebung. Okay, das heißt, du würdest in deinem Netzwerk gucken oder wenn ich ganz unsicher wäre, könnte ich auch sagen, Mensch, liebe Ruth, ich wohne aber so weit weg. Kennst du da wen oder ich habe wen gefunden? Glaubst du? Ich weiß, es sind ja auch häufig sehr viel Zweifel, gerade wenn ich so Hilfe brauche und Vertrauen gefasst habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich habe Vertrauen zu dir. Also wenn ich mal was finde bei mir, dann werde ich dich sofort fragen. Gut, aber dann haben wir, glaube ich, einen schönen Schlusspunkt gefunden. Wer sich jetzt Hilfe suchen möchte, findet bei dir guten Rat und Unterstützung. Ich danke dir für das Gespräch, bin sehr begeistert. Ja, vielen Dank für dieses Thema. Danke für die Einladung. Ja, perfekt. Ja, danke dir. Sehr gerne.